Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, was es denn für unterschiedliche Typen an Datenbanken gibt und eben festgestellt, es gibt auch relationale Datenbanken, die eben ihre Daten in Tabellenform ablegen und auf diese Datenbanken kann man eben, das habe ich vielleicht im letzten Video noch nicht sehr ausführlich erwähnt, über die Sprache SQL oder Englisch auch SQL genannt zugreifen. Und hier habe ich eben mal eine Beispiel-SQL-Abfrage hier herausgenommen, die man auch im Skript sehen kann. Also ich hole mir eben hier den Titel der Vorlesung und den Namen des Professors, die diese Vorlesung eben hält, aus diesen beiden Tabellen. Und er soll mir die Einträge verknüpfen, wo die Professor-ID, also der Fremdschlüssel in dieser Vorlesungstabelle, gleich der ID des Professors ist. Mehr kommen wir mit SQL auch gar nicht in Berührung. Man kann als Entwickler selber SQL schreiben, um eben Tabellen zu erzeugen, also sozusagen die Struktur der Datenbank festzulegen, um Daten einzufügen, zu aktualisieren, zu löschen oder eben auch dann abzufragen, wie ich es hier in diesem Fall mache. Der Punkt ist, auch das wollen wir als Entwickler nicht selber machen, so wie wir das eben beim Serialisieren und Deserialisieren von Objektgraphen im Fall von Dateizugriffen gesehen haben, sondern ich möchte einfach, dass all das von mir weggekapselt wird und ich nicht mehr damit in Berührung komme. Und genau das machen eben sogenannte ORMs. Objektrelationale Mapper, die sagen, ich sag bloß, ich habe hier einen Objektgraphen, der soll in die Datenbank und da macht eben der objektrelationale Mapper letztendlich SQL-Statements, die für die Aktualisierung, das Einfügen, das Löschen oder eben das Abfragen von Werten in der Datenbank zuständig ist. Und wir schauen uns in diesem Video jetzt genau an, wie bekomme ich denn eigentlich Entity Framework? Entity Framework ist eben ein solcher objektrelationaler Mapper. Der war auch einen großen Teil im .NET Framework mit enthalten, ist aber jetzt als Open Source Projekt vom .NET Framework direkt entkoppelt worden. Warum? Damit man nicht mehr an diese Zyklen oder Release-Zyklen des .NET Frameworks gebunden ist. Das heißt, wenn eine neue Version von Entity Framework da ist, die kommt ungefähr alle halbes bis ganzes Jahr, je nachdem wie viele Features gerade integriert werden, dann kann man sofort veröffentlichen, ohne dass eben man dadurch eine neue Version von .NET rausbringen muss. Wie gesagt, es ist Open Source, also Sie können sich den kompletten Source Code dafür auch selber anschauen. Aktuell gibt es eben in Version 6.1.0 und das Problem ist eben, diese aktuelle Version ist nicht direkt hier in den .NET Assemblies zur Verfügung. System Data Entity, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, wir haben hier eben noch die Version 4.0, die alte, die wir aber natürlich nicht benutzen wollen. Es ist natürlich die Frage, wo kriegen wir das her? Die Antwort ist NuGet. NuGet ist ein Paketmanager und Paketmanager sind im Prinzip erstmal Internet-Services, die eben DLLs, Source Code, sonstige Sachen über diesen Service eben bereitstellen. Und NuGet ist eben der Paketmanager von Visual Studio, der mittlerweile auch fest integriert ist seit Visual Studio 2012. Wenn Sie noch 2010 benutzen, dann müssen Sie eben NuGet zusätzlich hinzufügen. Aber wir können hier direkt eben Manage NuGet Packages for Solution auswählen, wie ich das hier schon gemacht habe, diesen Punkt. Und hier wird über diesen Rechtsklick auf die Solution und die Auswahl dieses Punktes dann eben NuGet gestartet. Und wir sehen hier, wir haben hier eben schon eine Anzahl an den häufigsten Pakete, die wir hier eben über NuGet beziehen können. Also der Trend geht dahin, dass man das .NET Framework gerade zerschlagen wird. Vieles wird Open Source gemacht.
beispielsweise ASP.NET, mit dem man eben serverseitig HTML-Seiten bereitstellen kann oder Websites im Allgemeinen. Der C-Sharp-Compiler ist zum Beispiel Open Source gemacht worden. Das .NET-Framework selber ist auch mehr, naja, nicht Open Source, aber man kann sich zumindest den Source Code komplett anschauen. Entity Framework war genau das gleiche. Unity, der Dependency Injection Container von Microsoft, ist auch Open Source gemacht worden. Und ja, also der Trend geht eben dahin, dass das .NET Framework sehr modular und sehr klein wird, wirklich bloß noch Core-Sachen enthält und alle anderen Frameworks, die da drin waren, die werden mittlerweile zerschlagen und unabhängig voneinander entwickelt und über NuGet rausgegeben, über diesen Paketmanager hier. Ja, und eigentlich gibt man hier oben dann eben Entity Framework im Suchfeld ein. Es ist aber jetzt natürlich schon eigentlich hier direkt zu sehen, also ich hätte es nicht machen müssen, aber hier oben gibt man dann eben eigentlich das ein, was man haben möchte. Und hier haben wir eben Entity Framework, sagen hier Install und sagen, zu welchen Projekten das hinzugefügt werden will, hier eben zu meinem Hello World Projekt. Hier muss ich dann noch einmal sagen, dass ich mit der License zufrieden bin, die mir hier angeboten wird. Und ja, es ist eh Open Source. Also es fallen keinerlei Kosten an. Und das Wichtige ist eben, dass wir hier in diesem Fall dann eben Entity Framework und Entity Framework SQL Server hier mit in den Referenzen in unserem Projekt haben. Wenn wir das haben, können wir natürlich auch nochmal auf die Eigenschaften sehen. Und wir sehen hier unten, die Assembly-Version ist noch 6.0. Entschuldigung, so wollte ich es eigentlich machen. Eigentlich sprechen wir hier aber von Version 6.1.0, die gerade aktuell ist. Und das hat man, glaube ich, auch bei der Auswahl gesehen. Okay. Ja, relativ einfach. Sie können auch Ihre eigenen Bibliotheken auf NuGet veröffentlichen, wenn Sie das möchten. Überhaupt kein Problem. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich meine Bibliotheken, die ich in sehr vielen, oder Klassen, die ich sehr häufig in vielen Projekten brauche, dass ich die auch auf NuGet schiebe und wenn ich eben ein neues Projekt anfange und dann merke, hey, ich bräuchte eigentlich was aus meinem eigenen Framework, dann sage ich auch bloß Rechtsklick, NuGet, gib mir mal schnell meine Bibliothek. Können Sie auch mal kurz reinschauen, wenn wir hier uns nochmal die NuGet Packages anschauen. Mein Kürzel ist eben FeO2x. Wenn man das hier mal sucht, sieht man eben meine verschiedenen Bibliotheken, die ich mir schon selbst angelegt habe. Das wird auch immer mehr. Und hier kann ich mir dann eben meinen Code schon in einer speziellen Version in mein aktuelles Projekt mit reinziehen, den ich da brauche. Ja, so viel zu Installation von Entity Framework. Wie binde ich das mit in meine Projekte ein? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie wir ein Klassenmodell erstellen, das wir dann letztendlich in einer Datenbank ablegen können. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis bald.